Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap 3.1 ohne Gräben. Wir waren gerade mal Raps wegbringen, den wir noch im Hofsilo hatten, um daraus Diesel und Speiseöl zu machen. Und jetzt bringe ich, glaube ich, mal ein paar Kartoffeln weg. Ich hole mir jetzt einfach mal hier zwei Hänger voll Kartoffeln. Mal zur Kartoffelfabrik mal gucken, wie das wird. Ja, die Gelduhr läuft hoch, wenn wir Pellets am Heizwerk verkaufen. Wie die wilde Wutz. 8 Millionen. Bin mal gespannt, mit wie viel Euro wir rübergehen. Auf die Vierfach-Map. Das läuft und läuft und läuft hier. Jo, der Hofladen wird immer leerer. Finde ich jetzt gar nicht schlimm. Ich brauche irgendwo noch Geldkassetten. Die kann ich dann auch gleich nochmal auffüllen. Tauschen. Den Hofladen an sich. Ich finde das Prinzip cool, aber irgendwie stellt sich da der Gewinn nicht schnell genug ein, finde ich. Kartoffeln. Fast 1 Million Kartoffeln. Kann man die auch so direkt verkaufen? Ich nicht, oder? Kartoffeln, Reifeisen, 945. Ja, war 1 Million. 945 pro 1000. Also ich hätte 1000 mal 9, ja, fast 1 Million, wenn ich sie verkaufen würde. Auch nicht wenig. Nicht wenig. Aber ich habe sie auch noch nie wirklich verarbeitet. Und das interessiert mich ja auch, was denn dabei dann rumkommt. Und wie das geht. Ich mach das jetzt einfach nur mal hier mit den beiden Trailern voll. Und dann gucke ich mal. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich die genau, wo ich die genau abkippen muss. Wie war das? Man kann die nicht direkt da reinkippen. Man kann das auch nicht mit Förderband machen. Oder wie? Man muss das mit dem Radlader machen. Schauen wir uns an. Schauen wir uns alles an. ...150.000 Liter Kartoffeln. Wir fahren hier durch den Morgennebel. Mal eben einmal gucken, was die Felder machen. Ja, sind bald erntereif. Oh, das wollte ich gar nicht. Geht's. Ich glaube, das Ernten werde ich in dieser Aufnahmesession nicht mehr machen. Da muss ich mal gucken, wann ich das hinkriege. Weil ab jetzt, am Morgen, wird die Zeit sehr knapp, die ich habe. Milchfabrik muss man auch noch Milch hinbringen. Stimmt, noch 5 Ladungen am Hof. 5 LKW, 150.000 Liter. Würde ich mal so schätzen. Genau weiß ich es nicht.
Können auch nur 120, können auch 180.000 sein. So, 8,2 Millionen fast. So schlecht. Nur durch den Verkauf von Sachen, die wir sowieso schon angeleiert haben. So, schön, dass es hier so diesig ist. Ist das nun mal hier in Norddeutschland, ne? Bei uns an der Küste. Jetzt müssen wir mal sehen, wo ich denn hier hin muss und ob ich überhaupt hinkomme mit meinem Riesengespann. Direkt da reinkippen ging nicht, ne? Doch, geht. Naja, ich bin ja nicht Hardcore-Sucher für diese Goldklumpen, aber wenn ich denn mal einen auf dem Weg liegen sehe, dann nehme ich den schon mit. Und hier muss das rein, oder was? Tatsächlich. Kann man nicht sagen. Ja, jetzt haben wir hier 150.000 Liter Kartoffeln. Ich weiß nichts damit anzufangen. Schlimmer.
Hallo? Hier wie doof, ey. Heute ist nicht mein Tag. Endlich. Oh, schwere Geburt, ey. Das war eine schwere Geburt. Auf geht's zum Hof. Dann fahren wir mit dem Radlader hierher. Den hätten wir auch per Follow Me hinterher schicken können. Ne? Hätten, hätten, hätten. Haben wir aber nicht. Haben wir nicht. Dann muss ich hier tatsächlich jetzt mit dem Radlader. Euch denn auch alle schon das Vorstellungsvideo und so vierfach mal geguckt? War ja das 500. Let's Play und ja, von Red Action. Da hat er den vierfachen Map so ein bisschen gefällt. Schon geil, was er gemacht hat. Daher freue ich mich auch auf den Umstieg. Ich vorher so ein bisschen am Zweifeln war, ob ich das denn machen sollte. Hier schon nicht alles auf die Reihe krieg und alles geregelt krieg, ist hier Fachmap natürlich echt eine Herausforderung. Aber das ist eine Herausforderung, die man ja annehmen kann. Wir gehen mal zum Radlader. Die dann in der Luft steht. Da wäre die Reifen so ein bisschen entlasten. Und dann fahren wir da mal schnell hin. Schau mal, was wir da mit den Kartoffeln machen können. Wie gesagt, ich habe hier noch nie Kartoffeln verarbeitet. Ich habe eben 1 Million im Hofsilo gehabt und das war's auch. Deshalb gucken wir jetzt mal, was mit den Kartoffeln, was man da so machen kann. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar freue ich mich und noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und sage, ciao!